Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Diese Worte sind der Wochenspruch für den heutigen Sonntag und die beginnende Woche aus dem Buch des Propheten Micha. Diese Worte sind Gottes Antwort auf die Frage, wie Leben gelingt. Als erstes erinnert Gott daran, dass er uns schon hat wissen lassen, was gut ist und was er von uns erwartet. Ich suche in mir, was ich von Gott weiß. Ich erinnere mich daran, was Gottes Wort, was die Bibel mir von Gott erzählt. Gott hat die ganze Welt und mich ins Leben gerufen. Was ist, hat darum eine besondere Würde. Ich erinnere mich daran, was Gottes Wort, was die Bibel mir von Gott erzählt und denke an Jesus Christus. In ihm hat Gott sich als Liebe offenbart, als große Liebe, die alles überwindet und nicht zulässt, dass auch nur ein einziger verloren geht. Gott hat mich wissen lassen, was er von mir erwartet. Ich erinnere mich daran, was Gottes Wort, was die Bibel von Gott erzählt und denke daran, dass Gott einen Plan mit der Welt hat und dass wir alle in diesem Plan einen Platz und eine Aufgabe haben. Was für eine Herausforderung und zugleich was für eine Ehre für einen jeden von uns. Gott setzt auf uns, er setzt darauf, auf das, was wir beitragen können, um die Welt himmlischer, menschlicher, besser, nennen Sie es, wie Sie wollen, um die Welt in seinem Sinne zu verwandeln. Gott setzt auf uns und will, dass wir mittun. Was für eine Ehre, aber auch was für eine Herausforderung. Es ist herausfordernd, was Gott von uns erwartet, aber es ist nicht unerfüllbar. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Der Herr sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen. Der Herr sei hinter dir, um dir den Rücken frei zu halten. Der Herr sei über dir, um dich zu bewahren vor Ärger und Streit. Der Herr sei neben dir wie ein guter Freund, wie eine gute Freundin, um dich zu geleiten. Der Herr sei in dir, um dein Herz zu stärken und dich mutig zu machen für jeden weiteren Schritt. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.